We have to get down there. Spring? Du Feigling! Ih, da ist eine Spinne! Ich mach doch nichts Böses, ich bin doch nur die liebe Sammler-Lara. Okay, jetzt haben wir den Jonathan. Kannst du kurz warten? Ja, das passiert halt, ne? How'd you manage to get Eli in your arm anyway? I was trying to figure out if the water was clean. Got my answer. We can get through here. Give me a hand. Bitte was? Das ist ja krass. Aber okay, in dem Fall musste jeder den schweren Balken mal tragen. Hey, da wohnt jemand. You see that? Ja. It must be Kwak Yaku. We have to get down there. Spring? Sieht flach aus. Dann laufen wir. Ich habe ja jetzt auch meine Kletteraxt wieder. You sure this is a path? Come on, stay close to me. This is definitely not a path. Aber Vorsicht, kann sein, dass die Lianen Schlangen sind. Oh. Oh, almost there. Almost there. Heard that before. Oh, gotcha. Danke. You right? I'm okay. Just a couple more steps. Okay. You all right? I'm okay. Oh. Kennt ihr die Serie Ausgesetzt in der Wildnis? Hätte Lara die gesehen, könnte die sich hier jetzt ein kleines Häuschen bauen. Inca. They knew a lot about hydraulics. Inca. Ja, und Berg, das ist mit Bear Grylls und der zeigt so richtig coole Überlebenstipps. Wie man zum Beispiel, wenn man irgendwo abstürzt oder irgendwo abgelegen alleine ist, wie man da richtig überlebt. Me too. Ah, hier. Also ihr seht gerade auch die Artefakte, das sehe ich nicht alles. Das müsste ich. You wanna try it? Wenn ich hier sowas abseite, sind das Schrumpfköpfe. Ekelhaft. Ich bin oben, Jonah. Wartest du auf mich? Dass ich Rätsel löse. If I had known how much time I'd spend in the wilderness, I'd have paid more attention in Boy Scouts. Wasn't your thing? Well, my family situation meant we didn't get to do a lot of stuff like that. Okay, eine Lama-Figur haben wir gefunden. Warum denn nicht? Einfach mal einen Ticken höher klettern. Oh, was ist das denn hier? Dann können wir da rüber. Ever do Girl Scouts or Nature Camp as a kid? Does boarding school count? Hey, that did something. I think the water powers the bridge somehow. Ah, ja, das sieht so aus. With Eli gone, your arm should heal quickly. Yeah, I feel a lot better already. Ja, guck mal. Das müssen wir da irgendwie rüberkriegen. Und was ist damit? Ja, okay, das müssen wir also wahrscheinlich irgendwo befestigen. Allerdings, schaut mal, das Wasser, das läuft hier. It's too heavy. Genau, hilf mir mal. Wozu habe ich denn den Jonathan mit hier? Ja, genau, und damit füllen wir das Fass. Good. Let's see what those counterweights do. Das sieht gut aus. Bucket's leaking. Ja. Ah, wartet mal. Das nochmal ins Schieben. Ja, let it go. Ich weiß doch nicht, was ich machen soll. Okay, das nicht. Okay, dann nochmal. Zack. Jo.
Und runter schnell. Und zack. Okay, Jonah, you can let go. Mega cool. Das war ja einfach. Also, vergleichsweise. Und hüpf. Ach, der ist schon drüben. Wartest halt nicht auf mich, ne? Guess we go through here. After you. Ah, danke. What's that? I think it's some sort of sealer or... Help me with this. Sure. Natürlich, machen wir einfach mal auf, ne? What is it? It's a recipe. Kochrezept. Seems to be a mixture of herbs. It could help if we run into any more jaguars. Let's hope we don't. Way out is over here. Mhm. Auge des Adlers. Sehr gut. F4. Um eine Wahrnehmungskräutermischung herzustellen. Wirklich mal. Ach, und die kriegen wir auch direkt. Boah, das ist ja schön. Boah, da guckt mal, wie wir das alles sehen. Cool. Ich bin gerade beeindruckt. No, I mean there is supposed to be a secret city of gold in Pistolenteile. Paititi. Every treasure hunter on Earth is looking for it. But Dad's notes stop in Mexico, like he lost interest or I don't know. The next volume picks up in Syria. Okay, hier hätten wir dann ein Grab, ein Herausforderungsgrab. Jonathan, willst du mit rein? Wo kommen wir raus? Nee, warte mal. Ist das vielleicht gar nicht das Grab? Weil wenn sie schon hier so langsam läuft... Ja, genau, denn dort ist dann nämlich der Weg, wo wir hin müssen. Aber ich möchte hier rein. In dieses Grab. Du Feigling! Ach, Jonah, lass mich das doch nicht alleine machen. Naja, gut. Dann gehe ich halt wie immer alleine rein. Ist ja auch okay. Ich glaube, da kennt sich Lara eh am besten aus. Und so muss sie nicht aufpassen, dass Jonah nichts passiert. Sondern nur auf sich selber. Das ist aber ein langer Weg zum Kriechen. Stellt euch mal vor, was ihr da für Viehzeug dann überall habt. Die ganzen Käfer und so. Ganz schlimm sind eigentlich... Zum einen die Zecken, wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob es hier dieselben Insektenarten gibt wie bei uns. Ist ja ein ganz anderes Klima. Aber auch so Mücken und Käfer und... Ach, ist alles so überhaupt nicht toll. Okay. Wobei, da ziehe ich Käfer noch den Spinnen und sowas vor. Hier gehe ich mal hoch. Oh. Okay. Gut, damit habe ich jetzt gar nicht unbedingt gerechnet. Ich dachte, das ist vielleicht ein Bonus dazu, wo wir hinkommen, aber... Ne? Achso, ich kann hier runter. Alles klar. Ich dachte, ich muss hoch. Hoppala, da bin ich einfach durchgegangen. Ja, Entschuldigung. Vor allem diese Übersetzung, pass auf, wo du hintrittst, ne? Na, eigentlich sagt sie ja, I have to watch my step. Ih, da ist eine Spinne! Ah, ekelhaft! Ja, I have to watch my step. Das heißt, ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Hm? So, jetzt gucken wir mal hier rein. Geheimnisse entdeckt, Karte aktualisiert. Ein Träumchen. Boah, Schatz. Ja,
Das ist ja meistens so, ne? Guck trotzdem halt immer mal, ob wir nicht irgendwo dann eine andere Möglichkeit haben. Ah, guck mal, das Seil, das geht noch runter, okay. Okay, können wir jetzt Schwung holen irgendwie? So. Alles klar. Und ich dachte schon, das Seil ist zu kurz, aber... Zack. Das passt schon alles. Hier ist übrigens ein Pfeil. Da hat wahrscheinlich auch jemand auf eine Spinne gezielt. Ja, vielleicht finden wir was Cooles für uns. Können bestimmt hier was gebrauchen, oder? Guck mal an. Tagebuch eines Forschers. Das finde ich cool gemacht jetzt hier. Dass man diese Einträge sich extra angucken kann und dass es nicht ständig vorgelesen wird. Das heißt, wenn ihr interessiert daran seid, dann könnt ihr euch das im Menü durchlesen und wenn halt nicht, dann nicht. Kann ich hier was kaputt machen? Kann ich hier hoch? Hier kann ich hoch. Jetzt bestimmt hier rüber. Ja. Was war das denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Dang, ich sah aus, als hätte da von oben jemand was runtergeschubst. Neues Basislager entdeckt. In der wunderschönen. So, dann würde ich mal fast schätzen, hier geht's durch. Ja, sieht gut aus. Wobei hier... Ja, echt mal. Wer ist denn da? Haben wir da wieder eine schöne Miezekatze oder sowas? So, hier mal eben aufpassen. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier dann auch wieder Fallen gibt. Da muss ich halt echt noch ein bisschen vorsichtiger machen, dass ich nicht über die Schnure am Boden trete. Irgendwas sieht sie hier auch. Ich meine, ich sehe hier nichts. Nur, dass man hier durchkommen könnte. Aber wir müssen wahrscheinlich hier hoch. Oder auch nicht. Das sieht doch cool aus. Hey, der lächelt ja sogar. Ja, das ist ein sehr schöner Anblick. Könnte schief gehen. So, hier müssen wir uns definitiv abseilen. Okay, wo wollen wir hin? Wollen wir da... Eigentlich müssen wir da hin. Zack. Das sieht... sehr gefährlich. Drücken Sie eben Sprung. Ja. Ja, wir kommen dem Ganzen näher. Hier ist noch... Ah, okay. Hier ist eigentlich größtenteils nur Bergungsgut. Es hat so ein bisschen... So stelle ich mir auch ein bisschen Geocaching vor. Ich habe das selbst noch nie gemacht. Ja, vielleicht war es ein Affe. Aber ich habe halt trotzdem auch schon immer mal ein paar Geocaches gesehen. Man ja doch manchmal, wenn man irgendwo spazieren geht oder so, dass man da ein paar Geocaches... Ja, so. Da haben wir das in Position gedreht. Zack. Jetzt kann sie sogar springen und das dort festmachen. Das ist natürlich toll. Ich hätte da jetzt schon Schiss, wenn ich über so einen Abgrund kletter. Dass dann von oben, was auch immer sich da bewegt hat, mich abschießt oder runterkommt. Wir ziehen einfach mal alles aus dem Weg, was uns stört, ne? Oh. Ist, glaube ich, insgesamt auch gar nicht so verkehrt. Wir müssen uns das nochmal holen. Denn da ist so ein Seilding dran. Muss ich nur mal gucken, wo genau wir das befestigen können. Wahrscheinlich dort unten dann wieder. Und deshalb können wir nämlich hier auch rüber.
Dann machen wir das nämlich mal wieder ab. Kannst du das abmachen? Nee. Okay. Zack. Dann ziehen wir das nämlich einfach mal. Okay. So. Das gibt uns dann, denke ich, nämlich Zeit. Hüpf. Wenn wir den Hebel wieder betätigen, da drauf zu springen. So. Und jetzt schnell. Schnell, 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 schnell. Ja, ich bin drauf. Okay. Okay. Sehr gut. Trotzdem ein bisschen Schiss, was hier noch kommt. Ich bin einfach mal hier abgesprungen. Habt ihr das gehört? Das klang wie kleine Tapsen oder sowas. There must be a climbing path somewhere to reach the altar. Ja, na bestimmt. Ich wollte eigentlich nur gucken, was hier noch so rumliegt. Wunderbar. Jetzt können wir hier noch ein bisschen was an Sprache lernen. Was ist das hier, ein Weg? There must be a climbing path somewhere to reach the altar. Das sieht so aus wie ein Weg. Mein Instinkt wäre ja jetzt einfach mal springen. So. Ran. Rüber. Oh, na klar, na klar. So, schnell rüber. Und jetzt eigentlich schnell hoch. Wer ist denn da? Ich mach doch nichts Böses. Ich bin doch nur die liebe Sammler-Lara gerade, oder? Ich habe mich noch nie entschieden. Kommt drauf an, was jetzt hier noch los ist. So, mach mal auf. Oder so. Ach. Ach, wieder nur irgendwelches Gold, keine Ahnung, Gedöns. Na dann, entziff. Ja. Oder drück irgendeinen Hebel. Now to find my way out. Sitz des Adlers verbessert die Kletterfähigkeit. Cool. Ja, trotzdem, wer war denn jetzt hier? Grab abgeschlossen. Aber ich möchte doch wissen, wer mich hier die ganze Zeit abgeschossen hat und so. Müssen wir doch rausfinden können, oder? Hier ist auch einer aufgespießt. Aber werden wir wahrscheinlich nicht, so wie es aussieht. Dann gehen wir mal hier lang. Ah, das sieht richtig aus. Okay. Trotzdem, da war doch jemand. Oder etwas. Ich könnte mir jetzt nicht von göttlicher irgendwas reden. Öpf. Das war knapp. Oh, oh. Okay, Freunde, das war's für heute. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies. Mit mir ist Maxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.